diesen Laden am Laufen zu halten und zu sagen, nee, so wie das gerade läuft, kann ich das nicht mehr. Das ist konkrete Politik. Ist das nicht eine Form von Respektlosigkeit, wenn man das einfach dann abtut und sagt, pass auf, da müssen wir ein bisschen mehr reden, da müssen wir Debatten führen, da müssen wir zuhören, da müssen wir ein emotionales Angebot machen. Die braucht kein emotionales Angebot. Die braucht jemand, der ihr Problem mit dem kleinen Mädchen aus Bulgarien löst. Klar, das hat sich irritiert davon, dass wir konkret werden müssen. Wir müssen aber auch sehen, das hat, glaube ich, gerade der Thewissen ja sehr klar gezeigt für die USA, bei der Debatte um Migration mischen sich reale Probleme, die existieren, mit einer Art von Dämonisierung und vor allem auch einer Art von Debatte. Ja, die Gegner sind alle Nazis und dämonisieren einfach nur. Okay, so extrem hat es jetzt nicht gesagt, aber jetzt schon wieder dieses riesige moralische Brimborium. Ja, wir dürfen die Migranten nicht dämonisieren und wir müssen ja gute Menschen bleiben. Also, es fängt schon wieder so an, wie eben gerade. Ehrlich. Also wenn man auf Ricarda Lange reagiert, da muss man starke Nerven halten. Ich gucke mir lieber was zur Finanzpolitik an, weil ich da nicht ganz so dolle mit irgendwelchen moralischen Allgemeinplätzen, also einen da nicht ganz so gut mit moralischen Gemeinplätzen erschlagen kann. Aber das ist ja wirklich gar keine Analyse. Das ist ja wirklich nichts. Und dann der Konservative, der auch keine Analyse hat, der einfach nur ein Feindbild hat, der sagt, die Arbeitslosen sind schuld. Also dass es nicht genug Stellen gibt, um alle Arbeitslosen in Arbeit zu kriegen, dass die Migranten jetzt auch nicht gedacht haben, Mensch, in Syrien, wir finden sie eigentlich ganz schön, aber wir gehen nach Deutschland wegen der Sozialleistung. Nee, die Menschen sind aus Syrien geflohen, weil da Krieg herrscht. Weil er herrschte. Und jetzt wird da der Wiederaufbau durch westliche Wirtschaftssanktionen verhindert. Jetzt, wo Assad den Krieg gewonnen hat und viele Syrer jetzt jahrelang schon im Ausland gelebt haben. Also ja. Was soll man dazu noch sagen? Auch was, wenn wir über Sprachkurse reden, wenn wir über die Frage reden, wer macht die eigentlich, wie viele Leute erreichen die, da über die Kinder reden, denn tatsächlich, Sprache ist der Hauptschlüssel zur Integration. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, der zweite ist Arbeit, aber das erste ist Sprache, ja, das zweite ist Arbeit. Nur vielleicht könnten wir ein bisschen davon wegkommen, dass Sie sind der Meinung, dass ich eine ideologische Politik vertrete und gleich automatisch Ihnen immer unterstellen würde, dass das jetzt rassistisch wäre. Ich glaube auch, diese dauernde Vorwürfe, diese unterstellen ja jedem sofort. Ich glaube, ich habe keinem von Ihnen beiden bei irgendwas, was Sie gerade gesagt haben, weder Rassismus noch wir Demokraten, wir die Demokratie, also das hat sie ja sogar gesagt. Also dass so ein Journalist aus den Mainstream-Medien, dass sie ihn jetzt nicht versucht zu canceln, okay, aber die AfD versucht sie offensichtlich zu canceln. Und bisher ging es in dieser Diskussion auch noch gar nicht um die AfD. Ich hoffe, darum wird es jetzt die letzten Minuten auch noch gehen. Es ging die ganze Zeit nur um Migration, als wäre das der einzige Grund, warum die AfD so stark ist. Welche Feindlichkeit bestellt, wir können gerne über diese Themen. Ich glaube nur, das ist der Hauptkritikpunkt an der Ampel, an der Grünen, ist tatsächlich, dass sie, dass Menschen das Gefühl haben, ihr wollt eine Energiewende, ihr wollt eine Vollelektrifizierung, aber schaltet die Atomenergie ab. Dass die ständig immer das Gefühl haben, ihr wollt irgendwie mehr Leute in Arbeit bringen, aber schraubt das Bürgergeld nach oben und schraubt die. Ihr merkt's. Also, natürlich ist ein höheres Bürgergeld verhindert auch nicht, dass mehr Leute in Arbeit kommen. Das Problem ist der Mangel an Arbeitsstellen. Das Problem ist nicht, dass die Sozialleistungen zu hoch sind. Also wir hatten in den 70er Jahren deutlich großzügig ausgebautere Sozialleistungen an vielen Stellen. Das BAföG war beispielsweise rund ein Drittel höher, als es heute ist. Rund ein Drittel höher, als es heute ist, war das BAföG damals. Das war eine Sozialleistung, die wurde real gesenkt über 50 Jahre. Wir hatten ein riesiges Wirtschaftswachstum. Und diese Sozialleistung wurde gesenkt. Das Rentenniveau, das war in den 70er Jahren noch deutlich höher, als es heute ist. Es gab einen riesigen Abfall im Rentenniveau. Vor allem durch die Rentenreform von Gerhard Schröder, der die gesetzliche Rente um rund ein Viertel zusammengekürzt hat. Also das ist doch reale Politik. Das kann man doch jetzt nicht leugnen. Und jetzt, wenn das Bürgergeld ein paar Monate früher an die Inflation angepasst wird, dann von dem aufgeblähten Sozialstaat zu schwafeln, das hat so überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Wir haben einen riesigen Sozialabbau in den letzten 50 Jahren, in den letzten 40 Jahren gesehen. Also unter Willy Brandt gab es ja noch einen Aufbau von vielen sozialstaatlichen Leistungen. Die Rentner früher in den Ruhestand. Die Leute haben das Gefühl, ja, ihre Ziele sind doch richtig und gut, ich würde euch gerne unterstützen, aber warum macht ihr dann das Gegenteil? Frau Lang, ich versuche nur das zu analysieren, ich sage nicht, dass das alles stimmt. Ich habe noch mal ganz konkret... Schreibt Sturm aber gerade. An Ricarda Lang bewundere ich ihren Intellekt und ihre unglaubliche Fähigkeit zur Selbstreflexion. Sie dürfen sofort gerne noch mal fragen. Wissen Sie ungefähr, wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland? Durchschnittsrente kenne ich tatsächlich nicht. Haben Sie eine Idee? Nee, tatsächlich keine konkrete. Ungefähr. Ja, ist natürlich immer fies, Politiker nach konkreten Zahlen zu fragen. Das sind etwas mehr als 1.500 Euro.
Ja, das ist, wie gesagt, dass man jetzt die konkrete Zahl, die sich auch jedes Jahr ändert, immer konkret wissen muss, das ist, ja. Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2000 Euro umliegen. Durchschnittsrente? Mhm. 1543 Euro. Das ist nochmal ein Stück geringer. Nach 45 Jahren Arbeit. Mhm. Ist das gerecht? Nein. Was machen wir dagegen? Wer ist schuld daran? Die SPD und die Grünen. Die haben die Renten damals so zusammengeschrumpft. Ohne die beiden wäre das Rentenniveau heute deutlich höher. Was wir gerade als Ampel planen, sind ja zwei Dinge, die jetzt auf den Weg gebracht werden. Das eine ist die Stabilisierung des Rentenniveaus, also sozusagen eine untere Haltelinie zu schaffen. Also die Rentenkürzung, die diese Parteien damals beschlossen haben, die sollen jetzt abgefedert werden. Also jetzt sagt man, okay, bei 48%, da ist jetzt genug gekürzt, noch mehr Altersarmut wäre vielleicht schlecht, denn sonst würde sich das Rentenniveau in den nächsten Jahren Richtung 40% verabschieden. Das sorgt natürlich dafür, dass der Bundeszuschuss zur Rente jedes Jahr weiter steigt, was überhaupt kein Problem ist. Wir können uns das locker leisten. Also wir haben jedes Jahr einen Leistungsbilanzüberschuss Größenordnung 6-7% vom Bruttoinlandsprodukt. Also das ist die Anzahl von Geldströmen, die mehr ins Ausland fließen, als zu uns nach Deutschland kommen. Das heißt, wir könnten es uns sogar noch deutlich besser gehen lassen. Wir könnten sogar noch mehr Geld für die Rente ausgeben. Wir könnten das Rentenniveau deutlich steigern, wenn wir das wollten. Also wir könnten den Bundeszuschuss, den könnten wir ohne Probleme von 100 Milliarden auf 300 Milliarden Euro im Jahr erhöhen und das wäre ohne Probleme finanzierbar. Das ginge, wenn wir das wollten, wenn wir die Rente so wichtig ansetzen würden. Und ich würde sagen, die Rente ist ziemlich wichtig, weil wir immer stärker steigende Altersarmut haben. So mittlerweile sind mehr als ein Viertel der Rentner in Deutschland im Alter von Armut bedroht. Also so sind die Verhältnisse mittlerweile. Das andere ist, mit der Aktienrente nochmal einen Zusatz zu schaffen mit der Versicherung. Und weil es gerade einer im Chat schreibt, ja, unter Kohl ist das Rentenniveau auch schon immer weiter abgesackt. Aber Gerhard Schröder, der hat dann die Rente richtig zusammengekürzt, damit immer mehr Leute sich diese Riester-Verträge kaufen, die vor allem die private Versicherungsindustrie reich machen. Aber was tatsächlich der Hauptpunkt ist, an dem wir ran müssen, ist die Frage, wie viele Menschen zahlen ein und wer profitiert am Ende von dem, was angezahlt wird. Denn wir haben ja ein Riesenproblem in diesem Land und das ist demografischer Wandel. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, wo der Anteil von denen, der in Rente ist, immer größer wird, der Anteil von denen, die immer einzeln immer kleiner. Das heißt, die Frage von Erwerb... Was überhaupt kein Problem ist, das reale Bruttoinlandsprodukt, das ist, also jetzt, die kommt von der Grünen, Ricarda Lang, jetzt schon wieder diese neoliberale Erzählung, die Rente wird knapp, wir brauchen wahrscheinlich Zuwanderung, hören uns das gleich noch an, aber erstmal zu den Fakten, es ist überhaupt kein Problem. Die reale Wirtschaftsleistung ist in Deutschland die letzten 100 Jahre immer stärker gestiegen als die Zahl der Rentner. Die Finanzierung der Rente war nie irgendein Problem. Also ein Problem war es, als in den beiden Weltkriegen viele Aktienportfolios entwertet wurden, als durch die Hyperinflation in der Weimarer Republik viele Anleihen wertlos geworden wären. Kapitalgedeckte Altersanlage, die war ein Problem. Aber unsere gesetzliche Rente, die war immer sicher. Und hätten wir die vor 1957 schon gehabt, in der heutigen Form, dann wäre die Rente sogar besser durch die Weltkriege gekommen, als sie gekommen ist. Also das wäre alles gegangen. Also das ist ziemlich hohle Propaganda, die jetzt schon in den letzten Jahrzehnten immer gefahren wurde, an der aber überhaupt nichts dran ist. Solange das Bruttoinlandsprodukt stärker wächst als die Zahl der Rentner, bedeutet, ist die Finanzierung der Rente nur ein Verteilungskonflikt zusätzlichen Einkommens. Und zusätzliches Einkommen, das kann man relativ leicht zu den Rentnern umverteilen. Das ist überhaupt kein Problem. Da muss man nämlich niemandem etwas wegnehmen, sondern man sagt einfach von dem, was wir sowieso mehr haben an dem volkswirtschaftlichen Kuchen, der jedes Jahr wächst, davon geben wir jetzt einen etwas größeren Teil in den Renten. Die nehmen aber niemandem etwas weg. Das ist die Situation, die wir in den letzten Jahrzehnten immer hatten und die wir in den nächsten Jahrzehnten bei einer vernünftigen makroökonomischen Politik, also einer gegenteiligen Politik zu die Ampel gerade betreibt, auch haben würden. Also wir müssten für Wachstum sorgen in den nächsten Jahrzehnten, dann von diesem wachsenden Bruttoinlandsprodukt genug an die Rentner umverteilen, beispielsweise durch einen steigenden Bundeszuschuss. Die steigenden Rentenausgaben, die lassen sich finanzieren. Das ist überhaupt kein Problem.